Der Social Day in Gelsenkirchen beginnt am Morgen in gemeinsamer Runde im Hans-Sachs-Haus. Auszubildende aus verschiedenen Industrieunternehmen in der Stadt sind dabei und werden von Oberbürgermeisterin Karin Welge begrüßt. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weshalb wir Sie hier heute ins Hans-Sachs-Haus eingeladen haben. Anders als das, was Sie sonst aus Ihren Betrieben kennen, dürfen Sie heute mal schnuppern. In anderen Bereichen ein Gefühl dafür bekommen, was machen denn diejenigen, die nicht in so einem klassischen Betrieb sind und die sich darum kümmern, dass es anderen, denen es nicht so gut geht, besser geht. Das ist eine neue Erfahrung für Sie. Die rund 40 Auszubildenden werden im Laufe des Tages in sozialen Einrichtungen in der Stadt tatkräftig mithelfen. Das ist ein deutliches Zeichen. Sie sind im Grunde genommen heute Botschafter der Wirtschaft in Gelsenkirchen, der Betriebe, der Unternehmen in Gelsenkirchen. Und es gibt zugegebenermaßen nicht zu viele Möglichkeiten, wie letztendlich Wirtschaft sich in die soziale Gemeinschaft mit einbringen kann. Aber ich bin überzeugt, diese Gelegenheit werden Sie hervorragend nutzen. Und das ist auch genau das Ziel des Social Days. Mit ihrem Engagement sind die Auszubildenden in der Tat die besten Botschafter für die Industrie. Junge Menschen packen an, junge Menschen tun etwas. Und deswegen unterstützen wir die Aktion der Industrieinitiative seit vielen Jahren sehr gerne. Und deshalb herzlichen Dank und herzlich willkommen. Bevor es zu den verschiedenen sozialen Einrichtungen geht, werden noch die grauen Sweatjacken der Initiative Industrie verteilt. So sieht jeder in der Stadt, wer da so fleißig mit anpackt. Eine Station ist die städtische Kita Wiehagen, die auch gleichzeitig Familienzentrum im Stadtteil Neustadt ist. Hier gibt es im Außengelände einiges zu tun. Ja, hier liegt ziemlich viel Laub rum. Ziemlich doch viel Dreck und ja, wir sorgen dafür, dass hier heute alles ordentlich gemacht wird. Tatsächlich macht mich das schon etwas stolz, also mal mit anzupacken, vor allem auch mal etwas Gutes zu tun, etwas sich sozial zu engagieren und ich sag mal, wir haben vor Ort natürlich auch immer gerne einen sauberen Arbeitsplatz, also denke ich mir auch, dass sich die Kinder auf jeden Fall freuen werden. Die zum Teil ungewohnte Arbeit am Social Day tut aber auch den Auszubildenden gut. Gemeinsam etwas zu erreichen, das macht zufrieden. Ich finde, man kann hier gute Erfahrungen sammeln, die man so vielleicht nicht sammeln kann. Und ja, ich freue mich auch besonders, gleich nochmal mich mit den anderen Azubis auszutauschen. Ich glaube, das wird auch nochmal eine coole Erfahrung. Innerhalb weniger Stunden haben die Helferinnen viel geschafft. Die Leiterin der Kita bedankt sich aufrichtig für das Engagement. Es war super. Ne, sie sind voll im Einsatz, sie ne, lassen sich was sagen, lassen sich was erklären und sie sagen nicht, nee, mache ich nicht, tue ich nicht. Also voll im Einsatz. Bin begeistert. Voller Schwung, aber auch mit akribischer Feinarbeit geht es bei der Caritas weiter. In Ückendorf wird in der Beratungsstelle für Geflüchtete der Raum für die Kinderbetreuung renoviert. Auch hier haben die Auszubildenden fest im Blick, für wen sie das tun. Weil irgendwo hilft man auch Leuten, irgendwo richtet man das halt schön ein für die Leute, die es halt eigentlich nicht immer so schön hatten. Und deswegen finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, dabei zu sein. Ich freue mich generell über solche Aufgaben. Und es macht ja auch Spaß, ne? Hat ja auch seinen Zweck, den er erfüllt. Ja, das macht einen glücklich. Also wenn man andere glücklich machen kann dadurch, dann wird man selber glücklicher und natürlich auch stolz, weil man sieht ja, was man geleistet hat und auch abwechslungsreich zur Arbeit passt das eigentlich sehr gut. Und hier wird nicht nur das Engagement der Azubis am Social Day, sondern noch viel mehr gelobt. Also wenn man im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, weiß man natürlich, was die Industrie hier über lange Jahre auch bewirkt hat, was sie aufgebaut hat. Letzten Endes muss man sagen, die Region im Ruhrgebiet hat ja viel dafür auch gesorgt, dass Wohlstand in Deutschland entstanden ist. Viel Wertschätzung also für die Leistung der Industrie. Auch in den Werkstätten des Sozialwerks St. Georg greifen die Auszubildenden zur Malerrolle und zum Pinsel. Hier wird der Eingangsbereich renoviert. Und die Azubis aus der Industrie freuen sich, dass sie die Einrichtung, in der Menschen mit Behinderung arbeiten, unterstützen können. Also wir machen es ja hier schöner, dass die Leute, die hier hinkommen und hier halt arbeiten und hier einfach auch ihre Arbeit verrichten, dass die einfach es hier schöner, angenehmer haben. Also ich finde das auf jeden Fall gut, auch hier für Gelsenkirchen, dass halt auch die sozialen Standorte halt wissen, okay, die Industrie, sag mal, die
unterstützt die auch. Ich finde das schön, dass wir den Aspekt von Sozialen und Industrie halt miteinander verbinden können. Das bringt die Idee auf den Punkt und wird auch in Bonny, im Stadtteilzentrum in Hassel, umgesetzt. Hier helfen die Auszubildenden unter anderem mit, ein warmes Essen vorzubereiten und zu verteilen. Für Kinder aus Kitas und Grundschulen der Umgebung gibt es einen Mittagstisch. Ich wollte auch mal was Soziales tun. Ich finde, ich sammle dadurch nur mehr Erfahrungen. Und das ist auch mal was Gutes, mal was anderes zu sehen. Das ist bietet mir eine andere Möglichkeit. Ich kann sehen, wie das mal so in der Gastronomie abläuft. Und dadurch nehme ich einfach nur ganz viel mit. Das gilt auch für das Catering für Schulen und Kitas, das das Bonny anbietet. Diese Arbeit ist ebenfalls erfolgreich beendet. Und die Auszubildenden aus Gelsenkirchen haben auch den wichtigsten Job erledigt. Am Social Day Botschafter für die Industrie zu sein. Vor allen Dingen, wo ich jetzt mitgekriegt habe, wie die jungen Leute hiermit angehen und auch wirklich sehr engagiert dabei sind, sehr interessiert bei der ganzen Sache. Da lacht mein Herz.